Hennes Weisweiler hatte überall seine Späher in der Stadt und je nachdem, wie spät es geworden ist, wusste er am nächsten Tag direkt Bescheid. Er hat das nicht immer gewusst. Aber da war einmal, hat er mir in sein Büro gerufen. Du kommst nämlich mal in mein Büro. Und wussten wir ganz genau, zuerst ist das Fenster auf und dann macht er dazu und dann... Und sagt er, Freunde von mir hat dich gesehen heute Nacht um 3 Uhr mit zwei Frauen und eine Flasche Whisky. Ich sage, das ist nicht wahr, Herr Weisweiler, das ist nicht wahr. Ja, doch, das war gute Freunde von ihm und das war 100%. Ich sage, das ist nicht wahr, das war kein Whisky, das war Wodka, habe ich gegen ihn gesagt. Und er war böse. Frech wie Dreck schon damals, kein Respekt vor älteren Spielern und vom Hennes auch schon nicht, ne? Und rauchte und machte alles und so. Er hat ja auch noch keinen Führerschein gehabt. Er hatte zwar keinen Führerschein, aber hier hatte der innerhalb von 14 Tagen einen Führerschein. Der war aber so heiß, heißer kann ja kein Führerschein sein. Da ist er dann einmal morgens zum Training und dann kamen zwei Polizisten an und gingen dann zum Hennes auf den Platz und fragten dann nach dem Preben Larsen. Und dann rief der Hennes, war dann direkt, Larsen! Guckte, kam er angetippelt, die möchten dich sprechen. Aber geht das wirklich so Geschichten in Köln? Ja. Unglaublich, nein. Schade, das ist schade, dass ich das sagen muss, dass das nicht stimmt. Weil die Geschichte ist gut, aber das stimmt nicht. Der Hennes hat immer zu ihm gestanden, bis dann aus der Mannschaft kam, Trainer, das geht nicht mehr, der macht, was er will. Ah, die haben mich verkauft für 300.000 Mark haben sie mich verkauft, glaube ich. Das ist viel zu billig. Ich gebe 300.000 Mark für mich. Ich will das geben. Ein unglaublich talentierter Mittelstürmer, der leider Gottes seine Fähigkeiten in anderen Vereinen bewiesen hat. In Köln ist er nicht so richtig zum Zug gekommen. Er ist dann nach Belgien gegangen, nach Lokeren, hat bei mir im Büro geweint. Und dann hat er mir gedroht, sagte, Sie werden das bereuen einmal. Ich werde mal in Italien spielen.